Schönen guten Abend. Wir haben in den letzten Stunden in TP über Systemneuprogrammierung gesprochen, da im Spezifischen eben über die Erzeugung von Kindprozessen, gell? Also Fork und dann auch den Kontext wechseln, also das Laden eines neuen Programmcodes in einen Prozess. Und dazu wollen wir jetzt eine Übung mit einer Abgabe machen. Und zwar wollten wir da die sogenannte kleine Shell entwickeln. Eine kleine Shell, die nichts anderes ist als eine Befehlszeile. Und auf dieser Befehlszeile, dort wollen wir einen Aufruf eingeben können mit Argumenten. Und ihr sollt dann eben dieses angegebene Programm starten und ausführen lassen. Und wenn es fertig ist, dann sollt ihr wieder zurückkommen mit einem neuen Prompt und mit der neuen Befehlszeile und das Ganze kann dann wieder erfolgen. Gell? Also so wie mit einer Shell. Gell? Deshalb deine kleine Shell. Und ja, was sollen die alles machen? Gell? Die sollen eben Aufrufe machen. Die Argumente sollen möglich sein und es soll dann auch möglich sein, gell? Mit oder ohne Pfadangabe zu erfolgen, dieser Aufruf. Gell? Das Ganze wollen wir mit einem Laborbericht begleiten lassen. Ihr schreibt ein Handbuch dazu, wie eure kleine Shell zu bedienen ist und schreibt den Testbericht. Gell? Also ihr zeigt, dass eure Shell funktioniert mit den verschiedenen Fällen, die eben zu berücksichtigen sind. Mit oder ohne Argumente, weniger oder mehr Argumente, mit oder ohne Pfadangabe. Gell? Also solche Fälle, das sind die Testfälle, die ihr herausarbeiten sollt. Gell? Ja, das Ganze ist etwas länger, bis da alles geschrieben ist. Deshalb arbeiten wir da bis zum 20.